angekündigt, geht es jetzt um den Kiosk. Ein Ort, an dem sich Menschen jeglicher Couleur treffen. Die Gescheiterten genauso wie die total Gescheiterten. Aber auch natürlich die Gescheiterten, die es noch gar nicht gemerkt haben, dass sie total gescheitert sind. Dabei helfen, diesen Ort mit Leben zu erfüllen, werden wir Monika Gruber und Aurel Bereuter. So. So, Ludwig, hast heute wieder einen Haufen Termine, ha? Ja, ja, jede Menge Termine, aber ich muss heute noch meinen Lottoschein abgeben, und dann mit Lotto und dann im Briefkasten mit nachschauen, gell, im Briefkasten ist einer auch, ich Brief ja, drin, ja. Gell, ja. Nur nachschauen. Du, dann hast du jede Menge zum Tun, ha? Ja, jede Menge zum Tun, da leck mich da am Ding da. Ja, du, dann ist vielleicht am vernünftigsten, wenn du bald einmal anfängst, ha? Du, vielleicht sogar gleich jetzt, ha? Ja, fast, jetzt werde ich gleich fast anfangen, ja, gell, ja, ich kann ja nicht mehr lange dauern. Fang ich an, dann geht's aber. Los, okay. Gebi. Ja, ja, ich hätte bitte gerne die Süddeutsche Zeitung und die AZ und die Zeit. Jupp. Halber Neini. Wie bitte? Jetzt ist genau halber Neini. Ja. Und? Ja, Sie wollten doch die Zeit. Du, sag mal, wolltest du nicht in deinem Briefkasten noch was nachschauen? Ich hab bloß lauter Schmarrn drin. In deinem Briefkasten? Nein, in der Zeitung. Hab ich schon nachgeschaut. Zeitung brauchst du gar nicht mehr lesen. Lauter Schmarrn. Ja. Lauter Buchstaben drin. Lauter Buchstaben hab ich dir nicht geschaut. Lauter Buchstaben hab ich Zeitung aufgeschaut. Gibt's ja nicht. Lauter Buchstaben sind schon wieder. Alte Buchstaben ja, drin. Das haben Zeitungen normalerweise so an sich. Ja, ja, ich ist aber auch keine Buchstabensuppe mehr. Ich mag's ja nicht mehr. Ich mag's nicht mehr. Buchstabensuppe, du kommst nicht zum Fressen vor lauter Lesen. Ja, dann steht eben lauter Schmarrn drin. Jetzt geh du mal weiter, gell? Du beeil dich vielleicht mit deinem Lottoschein, weil ich glaube, die Annahmestelle, die macht gleich zu. Gell? Ja, genau. Ja. Mit dem Lottoschein ist es auch schon wieder sowas. Gell? Da sind ja lauter Zahlen drin. Habe ich letztes Mal einen Lottoschein, mache ich auch so. Ich habe lauter Zahlen. Wie kommen die Zahlen da in den Lottoschein? Und Buchstaben. Zahlen und Buchstaben. Ja, genau, Zahlen und Buchstaben. Jetzt hat sich begriffen. sind Sie verheiratet? Ja, du, jetzt schalt's da mal einen Gang zurück, du. Lass du meine Kundschaft in Ruhe. Ich tue ja nichts. Ich frage bloß. Wenn ich eine Frage stellen darf, wenn ich mich fragen, ob sie verheiratet ist, vielleicht sucht sie einen Mo. Ich hätte Zeit. Also Sie sind sich sicher, dass in Ihrer Flasche nur Wasser drin ist, ja, oder? Leider nur Wasser, weil wie er noch gesoffen hat, da war er noch halb so deppert. Ja, ich darf nicht mehr, darf ich keinen Alkohol, darf ich mehr trinken, muss ich aber Wasser trinken. Hat der Doktor gesagt, Leber ist im Arsch, hat er gesagt, Lunge ist im Arsch, Niere, alles ist im Arsch, jetzt muss ich Wasser trinken. Gell? Ich mag kein Wasser, ich mag nicht, das Wasser, ich mag Wasser nicht, im Wasser vögeln Fische. Ja, meine Damen und Herren, aber es ist ja so. Schon klar, meistens nerven natürlich die Kunden am Kiosk, aber es ist ja nicht so, dass einem nicht auch manchmal der Besitzer oder die Besitzerin furchtbar auf den Keks gehen kann. Und das sagen wir einer Erzeit. Ein Cola und ein Brezen, bitte. Ein Cola und ein Brezen, ja, weil wir das haben wir gleich jetzt schon gehört. Da haben wir eine Cola und dann haben wir eine Brezen. Was bringst du von mir, Frau Grammer? Da sind sie. Was bringst du von mir? Ein Cola und ein Brezen, ja, sagen wir mal, dann macht mir jetzt. Na, sagen wir jetzt einmal, ja, gibst mir einen Euro, Tindl. Was? Gerade ein Euro? Ist das nicht ein wenig zwängt? Oh, sie sind ja alleinerziehend, gell? Sie brauchen ja das Pulver. Da kommt schon wieder ein Depp vorbei, dem Haus drauf. Der ist nicht der Sorge für Sie, gell? Dankeschön. Ja, das geht's gut, ich weiß schon. Und rauchen Sie nicht so viel, weil das ist wirklich ungesund, Frau Grammer. Ja, und Sie essen ein bisschen mehr, gell? Weil sonst kriegen Sie nie einen Mann, gell? Der tut sich ja eh bei Ihnen Bohnen gestellt, gell? Okay? So danke, Frau Grammer, ich nehme nicht zu Herzen. Ja, ja, morgen, genau, gell? Was sagen Sie jetzt dazu, hä? Bitte? Ja, dass Frau Wagner so Tierlocher ist, gell? Sag immer, ich sag zu ihr, so kommen Sie nie in den Himmel, weil bis Ihre Tiere Seele da oben angekommen ist im Himmel, da ist die schon vertriegelt, gell? Ja, genau, ja. Möglich, aber da hat sie recht, sie sollten wirklich weniger rauchen, wesentlich weniger rauchen. Warum stört sie mein Husten? Ein Husten? Das ist kein Husten, das klingt, wie wenn es bei einer Dampfmaschine einen Kessel zerreißt. Vorsichtig, Bürschel, gell? Bube, langsam mit den jungen Russen, sonst lange mein Haus beim Loch und da steht ja Mantel allein, wer sind Sie überhaupt? Milovic. Gesundheit. Nein, ich heiße, das ist mein Name, ich heiße Milovic. Ach so, also wie der Kriegsverbrecher da von Dings und noch sagen wir es von Prag, Ungarn. Ding. Nein, das war der Milosevic und der war Serbi. So, Sie kennen Leute, hä?
Das ist, ich heiße Milovic, so wie das Theater in Köln. Ja, Frau, Theater in Köln, ja, ist gut. Du, ich steh 6 Tage in der Woche da in meinem Kiosk, gell? Und am Sonntag, da sind wir 2. Meine Grandvater und ich sind mir froh, wie wir uns hinsetzen können. Da soll ich erst Theater in Köln fahren, ja, Frau, sonst noch was, wie soll ich das vor? Ach, nicht nach Köln fahren, das können Sie im Fernsehen ausschauen. Aber das ist ja wurscht, ich möchte jetzt... Schauspieler? Nein. Das ist interessant, weil gell, ich hab viele Schauspieler als Kunden. Gell. Der Lauterbach, das war einmal mein bester Kunde, wie er noch so gesoffen hat. Gell. Ah ja. Ja. Hat der das? Ja, Frau, ja. Wenn der nicht Draht hat, ja, bist du deppert. In der Früh ist der schon um 7 Uhr da gestanden zur Druckbetankung. Gell. Ja, ja. Das möchte man nicht glauben, aber ich hätte... Ja, das darfst du mir schon glauben. Das darfst du mir wirklich. Ich habe eine Palette Wodka-Feigling, habe ich für den im Monat bestellen müssen. Gell, jetzt hat auch. Also ein Dirl hat die Flitschen geheiratet, wie die Frau Wagner huckt am Starnberger See und sagt bloß noch Kreichel. Das ist eine Schande, gell? Ja, ja. Es ist ja wirklich tragisch. Erzählen Sie ja, mal, aber bitte. Ja, das ist wirklich tragisch. Apropos tragisch, sind Sie eigentlich verheiratet? Ich? Okay. Nein, warum? Das hab ich mir gedacht, weil sie haben noch diesen Glanz in den Augen, gell? Sie, ja, genau. Ja. Das ist eine Bindehautentzündung. Die unverheirateten Männer, wenn die zu mir an den Kiosk kommen, ja, da in der Früh sind die gut gelangt, freuen sie auf ihren Playboy und dann kaufen sie sich ja Kaffee und erzählen den neuesten Witz, gell? Ja, ich kenn keine Witze. Ja, das ist ja wurscht, sie sind Junggeselle, gell? Sie fest beieinander sind sie auch, direkter Deppmann sind sie auch nicht. Ich hätte sie schneller an die Frau gebracht, wie mein Käseleberkäse. Ja, ehrlich? Ja, gut zu wissen. Die verheirateten Männer, die greien in der Früh daher ein Elend, gell, wir kastrierte Rauchartikel. Für den Playboy, da haben sie kein Pulver mehr, da langt das Taschengeld nicht, in der Kaffee saufen sie auch, dann nehmen sie gleich lieber 2 Unterberg, gell. Da schwärmst du dann den ganzen Schmarrn ab, den ihr Wedding in der Früh schon aufs Butterbrot geschmiert hat, gell. Butterbrot ist ein wunderbares Stichwort. Geben Sie mir jetzt lassen Sie mich runter, ich bin ja da. Ich kenne mich aus, ich kenne meine Kundschaft wie keine zweite. Jetzt lassen Sie mich, Sie sind, darf ich jetzt einmal sagen, Sie sind der Kalbsleberkäse-Typ, gell? Ja, einen schwarzen Kaffee dazu, einen schwarzen Kaffee. Und wenn Sie mal ein bisschen schlecht drauf sind, liebes Kummer, Jäger mit dem Finanzamt, dann hauen Sie ja schon in der Früh mal gleich ins Reparaturpinsel, lobe ich, gell? Geht da, geht ich da? Nein, das ist falsch. Ich bin der Brezen- und Cola-Typ, wenn es ja nichts ausmacht. Und das passt ja gar nicht. Das passt ja überhaupt nicht. Das kann schon sein, dass das nicht passt, aber das ist genau das, was ich jetzt haben möchte. Das müssen Sie schon mir überlassen, wie ich meinen Kiosk führe, gell? Ja, freilich, ich meine ja, ich sage doch nicht. Ich rede ja bei Ihnen eine Angelegenheit auch nicht rein, gell? Ja, sicher nicht. Mische ich mich auch nicht ein, ja, nein? Ja. Weil sonst müsste einer sagen, dass das immer was da haben, den hat dann halt. Der macht sich sowas von Blasterschanks aus wie der 8 Uhr alte Wasserleit, gell? Direkt. Wie ein frisch gespielt, direkt, gell? Ja, das kann aber auch damit zusammenhängen, dass mir halt wirklich nicht besonders gut geht. Ja, weil sie in der Früh schon das Meier aufreißen wie ein großer auf nüchternen Magen. Jetzt passen Sie mal auf. Jetzt kriegen Sie von mir ein Kalbsleberkäse-Simmel, sag ich Ihnen. Was? Oh. Was ist? Bitte nicht, das geht nicht, weil. Die Songs jetzt, passen Sie auf. Jetzt probieren Sie, da hängen Sie mit dem Bläschel an der Scheibe dran, weil mein Kalbsleberkäse, der ist ja wie eine Droge, weil da ist nämlich gar kein Kalbfleisch drin, da ist ein Hasenfleisch ist da drin. Bitte, reden Sie jetzt bitte nicht weiter, mir ist schlecht. Der ist nicht schlecht, schauen Sie her, eine dicke Scheibe saftiger Hasenkalbsleberkäse. Sieh, der ist so heiß wie meine Schenkel nach 8 Glühwein am Grüßgittelmarkt. Ja, bitte. Ja, der ist gut. Frau Krammer. Was? Frau Krammer, bitte. Frau Krammerl, haben Sie jetzt bitte Erbarmen. Mir geht's nicht gut, ich hab Sie morgen. Ich möchte jetzt bitte ja, eine... Haben Sie einen flotten Otto? Ja, sowas in der Richtung. Und gibt nur noch Wasser? Was? Ja. Da können Sie kein Cola trinken, nein, da müssen Sie, da gehen wir jetzt, da sind Sie ja 3 Unterberg, die müssen Sie daheim schön warm machen, gell, ein Eigelb dazu quirlen und dann ein bisschen Chili-Salz drüber, sind Sie morgen wieder topfit? Ja, das klingt unglaublich verlockend, aber ich bin ein einfacher Mann, geben Sie mir jetzt bitte eine einfache Breze und ein einfaches Cola. Gut, gehen wir alles an. Da schauen Sie her, macht 2,30 Euro. Was? Bei der Dame vorhin hat es 1 Euro gekostet. Ich hab gesagt, irgendwann kommt wieder ein Depp vorbei, dem heißt drauf 2,30 Euro.